Und ihr seht, meine Speer haben gewonnen, aber sie sind ziemlich diesen Barbaren jetzt ausgesetzt. Der sieht etwas doof. Gucken wir mal, was sein. Wir mit Antananarivo machen. Ist leicht zornig. Verhandlungen führen lohnt sich ehrlich gesagt auch nicht. Also warten wir einfach. Und wahrscheinlich gehen jetzt meine Speer drauf. Aber ich nutze jetzt aus, dass die Barbaren hier geschwächt sind, weil wenn ich dieses Dorf ausschalte, dann komme ich hier vorwärts. Plus, wenn diese Barbaren können höchstens doch meine Stadt angreifen. Und seien wir ehrlich, wenn sie das tun, sind sie tot. Was ich jetzt zumindest nicht gemacht habe in den Optionen, ich sollte, glaube ich, mir auch noch genau, was ich jetzt geändert habe, ist, wenn ich meine Bautrupps automatisch arbeiten lasse, sollen sie auf keinen Fall Dschungel entfernen, weil Dschungel ist genau das, was ich brauche, wenn ich als Irokese spiele, um mich vor Gegnern zu schützen. Und wäre jetzt natürlich blöd, wenn ich nachher Bauarbeiter habe, die mir alles kaputt machen.
Ja, und wir spielen jetzt schon über 20 Minuten. Bis jetzt ist ja eigentlich überhaupt nichts passiert, kann man sagen. Keine Verhandlungen zwischen meinen Gegnern. Aber meine erste zerstörte gegnerische Einheit. Nein, meine zweite zerstörte gegnerische Barbareneinheit. Der TeamSpeak-Channel blieb eigentlich auch relativ leer. Bei meinen Gegnern tut sich gar nichts, die reden alle nicht miteinander. Ihr fragt euch also genauso wie ich, warum ihr euch das überhaupt anguckt. Sieht aus, als hätten die meisten anderen eine zweite Stadt gegründet. Oder zumindest etwas gefunden. Ich hänge hier doch noch ein bisschen hinterher. Aber das war abzusehen auf einer kleinen Insel, bei der ich nicht vorwärts komme. Und wir haben das Fallenstellen entdeckt. Als nächstes wird Keramik erforscht, weil wir brauchen etwas, das das Wachstum der Stadt anregt. Das war garantiert China Tiger, weil China spielt mit den Äthiopiern und die Äthiopier sind ziemlich auf Verteidigung und Wachstum von kleinen Städten. Also von großen einzelnen Städten ausgelegt. Das war auch einer der Gründe, warum ich mir überlegt habe, Äthiopien zu holen. Weil äthiopische Krieger erhalten Boni, wenn sie gegen Gegner ran müssen, die mehr Städte haben als sie selbst. Also eher eine defensive Taktik.
Und ich gebe ein Schutzversprechen auf Antananarivo aus dem einfachen Grund, es wird eh niemand von den anderen Spielern zu dieser Stadt kommen und es fördert den Einfluss, den ich auf die Stadt habe. Und ich glaube, ich habe mich geirrt, weil gemessen an den Punkten kann noch niemand eine zweite Stadt gegründet haben. Das würde sonst auffallen. Aber meine Bauarbeiter sind fertig. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können nachher das Gold einsammeln und vor allem das Vieh einsammeln, wodurch das Wachstum der Stadt zulegt, wodurch wir generell schneller vorwärts kommen. Und meine Bauarbeiter stürzen sich sofort aufs Gold. Da sieht man, sind auch echte Schweizer. Hate mail bitte an shinji@shinji.ch. Was bei der Startposition natürlich richtig beschissen ist, wenn ich nicht segeln kann, komme ich eigentlich überhaupt nicht irgendwo hin. Und was dir besonders am Anfang viel Boost gibt, sind Naturwunder und Ruinen. Und wenn ich hier nicht wegkomme, finde ich weder noch. Und wir haben unsere erste Politik entdeckt. Wir haben jetzt die Wahl zwischen Tradition,
Vor allem geeignet für kleine Reiche, also ein Reich mit einigen größeren Städten, wird vermutlich bei mir der Fall sein müssen. Weil so stärkt das Wachstum. Vor allem erhöht es die Produktion von Wundern und ich möchte mich ehrlich gesagt ein bisschen auf die Wunder konzentrieren. Plus die Verteidigung der Städte wächst an. Ehre würde meine Armeen stärken, ist okay, aber wie gesagt, ich bin eigentlich nicht wirklich der kriegerische Spieler. Die Frömmigkeit lässt den Glauben florieren. Ist auch praktisch, aber im Moment habe ich keinerlei Glauben. Und Unabhängigkeit ist eher dafür, wenn man schnell expandieren möchte. Deswegen wird zum Beispiel ein Siedler erstellt oder ein Bauarbeiter erstellt, aber ich denke, ich werde dieses Mal mit der Tradition fahren. Einfach weil ich denke, unterm Strich auf einer einsamen Insel, wo ich maximal 4 Städte bauen kann, bringt es sonst eh nichts.